ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden. Einen wunderschönen guten Tag zusammen heute am Sonntag, den 20. Oktober 2024, mit einer, wie ihr seht, Sondersendung, die heute sicherlich sehr satirisch, sehr verschwörerisch wird. Wir haben den Falco, wir haben den Hajo. Erstmal grüß dich, Hans-Joachim Müller. Servus, Hajo. L'amour toujours. L'amour toujours und der Mann mit seiner Dynamo Dresden-Stimme, unser bekannter Veganer. Falco, grüß dich. Guten Tag. Jetzt ist dir gleich bei Veganer, ist dir gleich alles stecken geblieben, ne? Nee, ich war immer noch bei L'amour toujours und habe überlegt, wie man das auf gut sächsisch ausspricht und habe aber einfach gedacht, nee, können wir sagen guten Tag. Döp zum Beispiel. Nee, L'amour. Oder so, das kannst du besser als ich. Rauskommen. Das Bild hinter mir, vielen Dank für die ganzen, wie soll ich sagen, Aussagen von euch Zuschauern. Natürlich ist es der Zwinger in Dresden. Ich habe einfach gedacht, ich mache mal ein neues Hintergrundbild. Aus gegebenem Anlass gehen wir ganz kurz nach Ulm-Neu-Ulm. Ulm ist ja Baden-Württemberg, Neu-Ulm schon Bayern, beides in der amerikanischen Besatzungszone, wenn wir es jetzt mal ganz direkt sagen. Hier bitte sei noch gesagt, heute wir sind eine extrem starke Satire- und Verschwörungssendung, speziell heute. Jetzt war der Martin Sellner in Ulm. Der OB hat ihm ein Stadtverbot gegeben. Ich habe gestern kurz mit Daniel Langhans und mit Helge Spunkt telefoniert. Vielen lieben Dank dafür für die Informationen. Dann ist er wohl nach Neu-Ulm, der gute Herr Sellner. Und dort wurde die Hütte gestürmt mit 30 Polizisten in Uniform, hier Helm und hast du nicht gesehen. Eine Frau durfte nicht auf Toilette gehen, ging dann auf Toilette in Begleitung einer uniformierten Dame, durfte aber die Türe weder schließen noch abschließen. Die Dame musste sich zuschauen lassen bei ihrem Geschäft, um es auf den Punkt zu bringen. Die Begründung war, man war nicht klar, ob eine Schandlizenz dort vorhanden ist und ob Fluchtwege ausreichend sind. Deswegen sind 30 Vermummte reingestürmt und haben die Leute eine knappe Stunde festgehalten. Die Oberbürgermeisterin aus Neu-Ulm, die Katrin Albsteiger, also nicht Absteige, ne, das ist ja so viel, die Katrin Albsteiger von der CSU, super Partei, Bayern, die findet das professionell und konsequent und klasse. Was sagst du denn dazu, Falco? Ohne Schanklizenz kommt die Orks. Man muss erstmal die Polizei loben, denn die Kommunikation zwischen Ulm auf der einen Seite und Neu-Ulm in Bayern. Denn wenn du in Ulm ein Verbot hast, hältst du das ja lange, also wir haben es früher, also es gab damals Demos in der C-Zeit, und wenn sie in Ulm nicht demonstriert sind, sind sie auf die andere Seite des Flusses nach Neu-Ulm. Und dort, weil damals war die Kommunikation zwischen beiden Bundesländern noch nicht so gut. Scheinbar, wenn man will, funktioniert das. Ich sehe das ja immer als Test. Nach dem Motto, wenn man will, kann man ja scheinbar. Ja, das ist faszinierend, was alles geht, wenn man will. Ob nur an der Schweizer Grenze oder an der Grenze. Das heißt aber, für alles andere, was passiert, dort wollten sie nicht. Weil sie legen ja gerade ihren eigenen Standort fest. Und absolut. Absolut. Und das ist ja ein Thema, das betrifft uns alle, die Vorträge halten. Denn Beispiel Niedersachsen. Es ist unglaublich schwer, in Niedersachsen als Sachse einen Vortrag zu halten. Speziell Hannover. Ne? Das sind Probleme, die haben wir alle. Dass es jetzt dieses Ausmaß annimmt, finde ich in einer Form zwar erschreckend, aber auch gut. Weil sie zeigen ja damit nur die Fratze der Diktatur. Und dort waren nur Rentner. Das ist das, ja das. Ja, nicht ganz, Falco. Das waren auch ein paar junge Menschen. Ich habe einige Menschen, die ich dort kenne. Ich bin in der Stadt ja aufgewachsen. Es gab auch immer das Problem über die Brücke Bayern-Baden-Württemberg. Aber dennoch, ich spiele den Ball schnell zu dir, Hajo. Ist schon interessant, ne? Da fehlt die Schanklizenz und dann kommen 30 Vermummte rein. Falls zufällig ein falsches Bier ausgeschenkt wird, muss man ja kontrollieren. Also mit der Schanklizenz habe ich ja schon mal erlebt. Irgendwo in Sachsen-Anhalt. Aber die Polizei haben wir doch alle schon erlebt. Das ist einfach wunderschön, wenn solche Orks reingerannt kommen. Ja. Das ist eine richtige Filmlandschaft. Schade, dass das niemand dreht. Dann würde die Bevölkerung sehen, was für bekloppte Leute die Politiker sind. Ja, vor allen Dingen, dass nicht alle singen. Das sind die Gedanken sind frei, das ist zwar schön, aber passt nicht ins Bild. Hättest du den imperialen Sturmmarschtrupp gesungen von Star Wars, wären es wesentlich geilere Aufnahmen.
Der war übrigens bei, glaube ich, ich weiß nicht, ob es bei Helge bei Spunk News war oder bei Weichreite TV. Einer von beiden hatte den Imperial March ganz kurz unterlegt, als sie reingegangen sind. Fand ich lustig, weil es hat ja schon ein bisschen was von den Stormtroopern. Aber die Verfassungsschutz Niedersachsen, der hatte jetzt auf der Homepage und hier im Post stehen: Wir sind alle Antifa, selbstverständlich. Hat der Verfassungsschutz Niedersachsen auf seiner Seite stehen gehabt, Hajo. Ist das, geht es noch deutlicher oder muss es Zufall sein? Nein, ich finde, wenn sie so lügen, das ist nicht gut. Antifa bin ich. Ich bin gegen den Faschismus. Ich auch. Ja. Da sind wir schon drei. Ja. Und der Wir sind alle Verfassungsschutz Antifaschisten. verteidigt den Faschismus. Und natürlich gehören die dann zur Antifa, weil alles rumgedreht werden muss. Ja, wobei, also die haben gleich, Falco, die haben ja auch lautstark Töne von sich gegeben, diese Antifa-Gegendemonstranten waren 40, 50 in Ulm-Neu-Ulm. Die haben geschrien, keinen Platz für Nazi-Propaganda. Jetzt müsste man doch rein korrekt sagen, die haben gegen sich selber geschrien, Falco. Naja, du musst unterscheiden. Es gibt die kommunistische Antifa und die wahren Antifaschisten. Ich sehe mich als Antifaschist und als Antikommunist und auch alles von diesen extremen Formen. Ne? Alle dieser, sobald du einen Stein in die Hand nimmst, um deine Probleme zu lösen, bist du bei mir unten durch. Wenn du es nicht hinkriegst, wie ein normaler Mensch, die Probleme anzusprechen, dafür haben wir Deutsch gelernt, dann ist es bei mir, dann brauche ich nicht mit dir reden, sondern die Extreme müssen weg. Und da ich als wahrer Antifaschist bin gegen alle Ismen, weil die Menschheit ist noch nicht bereit für diesen Unfug. Also das ist aber ein Thema, das können wir dann mal stundenlang in einem anderen Dings besprechen. Aber Also ich mit sehe deinen. das, wenn man es als Prozess sieht, ist es das, was ich erwartet habe. Entweder sie lassen uns machen oder sie zeigen die Fratze der Diktatur. Und wenn sie die Fratze der Diktatur zeigen, sieht es jeder und wacht auf. Perfekt. Also, weil du gerade gesagt hast, du bist gegen alle Ismen, du meinst Sozialismus, Imperialismus, Kommunismus, Faschismus zum Beispiel. Eins noch im Inland, bevor wir so heute mal ein kleines Verschwörungsthema aufmachen bezüglich 2 plus 4 und Rostock und eventueller Trump-Rückkehr. Jetzt hat der gute Herr Steinmeier nach dem Besuch vom Herrn Biden gesagt, Hajo, dass der Herr Biden ein Vorbild sei für Aufrichtigkeit, Moral und Anstand, also der Herr Biden. Und es ist natürlich ein freundschaftlicher Besuch gewesen auf Augenhöhe und also es war einfach klasse. Was sagst du denn dazu? Also es Moral, Anstand und egal. Ich Falko, du musst das seriös bleiben hier jetzt, der Hajo antwortet. hab irgendwo gelesen, dass der Biden da, der, ich weiß nicht, wer das sein soll, aber dass ein Biden in Berlin Staatsbesuch gemacht hat. Habe ich gelesen. Aber ich habe nicht gesehen, dass der mit dem Flugzeug ankam und der roten Teppich hatte, den müssen sie wahrscheinlich gebeamt haben in das Schloss Bellevue. Also, das war auf jeden Fall offiziell ein Treffen von Geschäftsführern der vier Staaten. Mehr nicht. Und deshalb brauchen wir keinen roten Teppich. Das würde ja bedeuten, dann haben die den ja aber bei der Frau Baerbock oder bei dem Herrn Habeck bei diversen Asienbesuchen, dann haben die den vergessen, weil das sind ja wirkliche echte Staatsleute, Hajo. Ja, also meine Werbung gefällt mir immer besser. Ich werde sie wahrscheinlich wieder zur Favoritin erklären. Die sollte Bundeskanzler werden, das passt genau in unser Panoptikum. Das ist klasse in unserem Panoptikum. Das hatten wir neulich. Falco, wir hatten vorher das Thema Joe Biden. Der ist nämlich jetzt auch laut Schweizer Boulevard, also der wurde einfach unterschätzt. Der war wirklich einer der wichtigsten für die letzten Jahrzehnte. Hajo, ich weiß, du bist auch sehr großer Fan von dieser kompetenten Politik. Es ist der wirklich völlig unterschätzt worden, auch was den Nahen Osten betrifft, wie der Weltpolitik macht. Es ist einer der grandiosesten der letzten Jahrzehnte. Falco, was rauchen die? Naja, du musst unterscheiden zwischen dem, was man sieht. Und Trump sagt ja, es ist ein Komitee in Washington an der Macht und es ist ein besetztes Land, Amerika aktuell. Deswegen ist die Frage, es gibt ja Bilder von der Air Force One in Berlin. Das kannst du aber auch mit AI mal schnell so 5 Minuten. Ja? Und es ist auch kein Problem, die anderen Bilder zu machen, weil großartige Aussagen von ihm hat man ja nicht wirklich stammeln gehört. Und selbst das könnte man am Computer generieren. Was für mich eher aus dem Tenor der Presse rauskam, ist die einfache Tatsache, goodbye.
Denn wir hatten in den letzten Tagen die Situation, dass alle drei ehemaligen oder aktuellen, je nachdem in welchem Weltbild du lebst, Besatzer hier waren. Der Franzose, der Brite und der Ami. Und alle Zeitungen schrieben vom Ende einer transatlantischen Ehe. Vor 2 Jahren waren es noch die starken Männer des Westens, die die Welt dominierten. Hätte es das Treffen vor 2 Jahren gegeben, da hätte die Presse anders geschrieben. Aber jetzt war es ein verwirrter alter Mann, ein verwirrter Macron, ein verwirrter Sozialist aus England, der gerade seinem Volk das Zigarettenrauchen verbietet und nicht mehr lange da sein wird, und ein vergesslichen Scholz. Und diese Konstellation in Berlin mit der Kombination von Abschied nehmen führt uns ja dann gleich später noch in ein anderes Thema rein. Aber ich finde, dass ja jetzt nur noch 17 Tage sind bis zum Tag X, wo Bis die zum Tag Wahl, X. wo die Remember, Remember the 5th of November, ne? Da gibt es ja ganze Filme, die heißen V wie Vendetta, da geht es nur um so ein Thema. Absolut richtig. Und an dem 5. November, da kommen wir nachher gleich zu, weil du die Besatzer ansprachst. Frankreich war ja nie Siegermacht. Die haben ja, glaube ich, oder das weißt du besser, die haben ja einfach da ihr Teilchen gekriegt, damit sie auch ein bisschen mitverwalten dürfen. Und eigentlich hat sich ja nur Amerika nicht dran gehalten, weil die USA sind ja nach wie vor da, weil diese Militärbasen in Deutschland, die sind natürlich eigentlich nur zufällig dort noch zum Schutz von uns allen. Jetzt hat das ZDF heute Vormittag oder gestern Abend gesagt, Kamela führt mit fast 70%, die knallt durch die Decke, Vollgas, Hajo. Das ist das, was im Inland hier über diese US-Wahl gezeigt wird. Und in Wahrheit, da drüben ist es nicht nur andersrum, sondern selbst die Demokraten haben Panik, weil sie die Tante da, ich sag's mal ganz salopp, ins Rennen geschickt haben. Was ist da für eine Diskrepanz? Nein, bei uns muss in den Medien die Meinung der Politik, der über der Politik stehenden, rausgegeben werden, damit die in der Politik wissen, was sie sagen sollen. Also relativ einfach gestrickt, die Deutschen. Was wir in Deutschland in der Zeitung schreiben oder im Fernsehen, ist für jeden Amerikaner völlig bedeutungslos. Nein, wir sind doch das souveränste und tollste und wichtigste Land der Welt, Hajo. Also da hast du jetzt was verwechselt. Nein, ich glaube, wir sind das dümmste Land der Welt. Ja, dann habe ich das, oder so, da habe ich das verwechselt. Also da, danke für deine Ausführung. Eins noch von dir, Hajo, dann darfst du gleich wieder, Falco. Jetzt hatte die Kamala Harris ein Interview und dort wurde sie gefragt, ob sie Dinge anders macht wie Joe Biden. Und da sagt sie, ja, da kommt mir gerade nichts in Sinn, was sie anders machen würde. Und dann wurde sie darauf angesprochen, dass viele Leute sie kritisieren für die Wirtschaftspolitik etc. und wurde gefragt, warum man denn trotzdem sie wählen solle. Und ihre Antwort war sinnbildlich, weil Trump auch kandidiert. Ja, nimm diesen Herrn, der die das Harris nicht so ernst. Jawohl. Es wird in 17 Tagen, wichtige Zahl, ja, denkt immer dran, 17 ist die Unglückszahl des Vatikan. Also in 17 Tagen wird irgendwas wie eine Wahl stattfinden. Und ich denke, die wird stattfinden, weil die Amerikaner das nicht verstehen, dass, wenn sie nicht stattfindet. Bei uns würde irgendjemand einen Notstand ausrufen, also der AfD ist bei 51%, können wir keine Wahl machen. Aber in Amerika, die nehmen Wahlen ernst. Das ist wohl wahr, nur werden wir da sicherlich vor dem 10. November gar kein Ergebnis kriegen. Es wird ja schon hier neudeutsch geframed, dass das vor allem in Pennsylvania, dort dauert sehr lange und das frühe Wählen, also das Early Voting hat schon angefangen. Jetzt mal in Europa, Falco, es kommt immer wieder und jetzt die liebe beruflich bedingten Zuhörer, wir schwurbeln jetzt mal. Wir sprechen jetzt einfach mal Warte mal, so. lass uns erstmal noch kurz bei dem Trump-Thema, lass uns da mal nicht so Magst du beim ganz. Trump bleiben? Das wollte ich noch mit nachher noch mal machen. Ich wollte ganz kurz, aber wir können auch bei Trump bleiben. Ach Mach doch, so, wie du weil willst. sonst rennen wir so durch. Weil es ist wichtig, was Hajo gerade erzählt hat, zwecks den 17 Tagen, die letzten, weil wir haben ja das dauerhafte Framing. Jetzt erst der Angriff auf Netanyahus Haus vom bösen Iraner. Und wenn Trump was passiert, war es der Iraner. Israel ist der Meinung, das soll vor der Wahl noch stattfinden. Also müssen sie ja auch. Es ist ja auch in Israels Interesse, wenn Kamala gewinnt. Sonst gab das ja mit dem Iran nicht so, wie sie sich das vorstellen. Das ist ja das eine. Wenn du dir jetzt dieses amerikanische Schauspiel anguckst und weißt, Trump ist kein Transatlantiker, dann ist es, deswegen war es doch das Treffen der Transatlantiker. Wir wissen alle, was nach 45 alles gegründet wurde. Von der NATO über die United Nations und die ganzen Dinge. Das waren alles Erfindungen der Alliierten, die
übergestülpt wurden. Und jetzt nochmal auf das, was Hajo sagte. Deutschland ist nicht dumm. Deutschland ist Veronika Poth mit dem Plupp. Um hochzukommen wirtschaftlich, musst du schlau sein. Um dich vom Sklavenmann zu befreien, nennen wir ihn jetzt Dieter Bohlen in der, ne, dann musst du kurz dumm sein. Aber mit Dummheit lässt sich eine Menge Geld verdienen, solange du im richtigen Augenblick auf der richtigen Seite stehst. Weil Deutschlands Situation ist ja eine spezielle. Wir mussten ja erstmal aus der Situation nach 45 rauskommen, bis 1990 wirtschaftlich aufgebaut, dass wir überhaupt das wieder mitspielen können. All das, was heute passiert, hätte gar keinen Sinn, wären wir nicht vorher schon wirtschaftlich top gewesen. Es sind so viele Dinge, die gerade zusammenkommen. Und dass es noch 17 Tage ist, bis jemand an die Macht kommt, der alle Truppen aus Europa abziehen will. Und ihr wisst, was das für Deutschland bedeuten würde, speziell, wo es ja eh keiner mehr hier an irgendwelche Verträge hält. Jetzt kannst du. Jetzt hast du ja eigentlich genau das, was ich als Frage bringen wollte bezüglich dem, was in Europa passiert und was das für eine Auswirkung hat, wenn Trump zurückkommt. Also eigentlich hast du meine Frage dir selber gestellt. Weil ich bin auf Hajos Antwort Ne, gespannt. alles gut, du hast dir nur die Frage selber gestellt und beantwortet. Für mich ist das wunderbar. Es ist Sonntag, da kann ich mal gelauscht für euch beiden zuhören, bin ich total entspannt. Aber ich greife jetzt das auf, was du sagtest, Falco. Wenn Trump Tatsache die Truppen abzieht, wovon ja immer wieder gesprochen wird, er ist ja auch der Erste seit Ewigkeiten, der einen Friedensvertrag anbot und davon sprach, den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Nur konnte er das bei Angela Merkel nicht machen, weil die ja gar keinen Friedensvertrag zeichnen kann. Für wie realistisch hältst du das, Hajo, dass ein Donald Trump wirklich sagt, ich ziehe die Truppen aus Deutschland ab? Ist es dann ein NATO-Rückzug oder ist es die Freigabe der Besatzungszone? Nein, nein, es geht nur der Abzug mit einem Friedensvertrag. Sonst kann man es nicht begründen. Also vielleicht ist der Friedensvertrag sogar schon da. Das kann da keine Sau wissen von uns. In dem Theater ist vorgesehen, Trump kommt zurück. Der ist böse, ja, Trump, habe ich Ja, vergessen. das ist selbstverständlich. Gut, also der Trump kommt zurück und sorgt für eine offizielle vertragliche Beendigung des Ersten Weltkrieges. Und wenn das geschieht, müssen natürlich dann in Preußen, in Sachsen, in Bayern und überall Wahlen durchgeführt werden. Und davor habe ich mehr Angst als vor der Wiederkehr Trumps. Das wäre jetzt meine zweite Frage an dich gewesen. Wenn diese Wahlen stattfinden müssen, völlig zu Recht, weil wir dann ja wieder im völkerrechtlichen Zustand von 1914 waren oder wären, dann müssen Wahlen stattfinden in Bayern, in Württemberg, in Sachsen, überall in den 26 Gliedstaaten des Deutschen Reiches. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass da was Ordentliches bei der aktuellen, ich sag mal, Wissenslage der Bevölkerung rauskommt? Ganz frech gesagt. Naja, Nee, hier geht das nicht. ist nicht so einfach, weil solche Wahlen werden dann unter Militär. Also nicht, dass ich die Bevölkerung für doof halte. Bitte versteht mich nicht falsch, auch liebe Zuschauer nicht, sondern ich meine, dass bei vielen Menschen das Wort Reich, Kaiser, König, Fürst negativ behaftet ist durch die Indoktrination. Ich sage nicht, die Bevölkerung ist nicht schlau genug, um Himmels Willen, das würde ich mir nie anmaßen zu sagen, sondern ich meinte das, weil vielen der Wissensstand fehlt, wofür sie aber nichts können, weil sie indoktriniert wurden. Was denkst du, Falco, wie würde so eine Wahl ablaufen? Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier eine Wahl haben, denn ich gehe fest von 4 Jahren militärischen Übergang aus, der nötig ist, wo rund um die Uhr auf dem Staatsfernsehen die Verbrechen der BRD erstmal ablaufen. Jetzt nicht 70 Jahre am Stück, wie damals beim unbekannten Maler, sondern es müssen erstmal 4 Jahre lang klipp und klar, damit jeder Deutsche verstanden hat, was hier schiefgelaufen ist. Im Fernsehen, dafür ist der Mainstream da, bestimmte Themen in die deutschen Hirne rein. Das kannst du vom Militär ganz einfach machen. Dafür gibt es ja NTV. Na, sind wir doch mal realistisch. So, danach können wir gerne über freie Wahlen und alles nachdenken. Das ist ja das Problem an dieser Deutschlandfrage. Es gibt kein Beispiel auf diesem Planeten, wo es diese Situation schon mal gab, dass ein völkerrecht souveränes Staatskonstrukt von zwei Mächten besetzt wurde, in vier Besatzer unterteilt, also was in vier Besatzer, und dann in zwei Staaten zerbrochen wurde, während ein dritter Teil irgendwie verschenkt wurde. Diese Konstellation, ich habe geguckt, es gibt nirgendwo, seitdem es Nationalstaaten gibt, so eine Situation. Also ist das so oder so ein Präzedenzfall, der ja abläuft.
Ja, natürlich, aber diese Schenkung, wie du sie ansprichst, oder dieses Verschenken ist ja völkerrechtlich null bindend, weil das kann ja Genau. wiederum nur eben, ne? Und es wurde ja nach dem Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik, sah das schon anders aus, dann kam das Dritte Reich, es sah anders aus, danach wurde das verschenkt, ich sag's jetzt mal mit deinen Worten, und es ist ja auch noch nie passiert, dass die Welt seit über 100 Jahren weltweit im Kriegszustand ist, weil wir sind ja nirgends mehr im Völkerrecht. Also ist ja auch das, Hajo, vielleicht was, was für viele Menschen ein, ich sag mal, emotionaler Schock sein wird. Denn wenn wir es bewusst sehen, haben wir doch überall Kriegsrecht. Oder ist das jetzt zu hart ausgedrückt? Das weiß eigentlich jeder, der ein bisschen nachguckt. Wenn Sie von einer regelbasierten Weltordnung reden, dann ist das Krieg gegen die Bevölkerung. So einfach kann man das darstellen. Und diese regelbasierte verschwindet jetzt sowieso. Ja, das hat nicht mit Deutschland zu tun, sondern die anderen Staaten wehren sich. Du Und meintest die Wertebasierende, weil die Regelbasierende ist die, die der Russe jetzt aufbaut. Das mit Werte. Nee, 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 Falko, da das muss ich kann dir jetzt vielleicht man, widersprechen, weil die das braucht man. Regelbasierte ist auch die westliche, unsere Demokratie, Ach so, Regelbasierte, okay, gut. nach deren Regeln, die man ja auch ändern kann. Also die ist die, Die die Hajo meinte. Regeln werden jeden früh festgelegt. No. Von wem weiß ich nicht, ja. Und die Bevölkerung denkt, die Regeln gelten immer. Deshalb rannten die ja alle mit Grundgesetz rum und sie haben irgendwelche Rechte. Ja, das ist der Glaube von Leuten, die zu lange in der Schule waren. Denen hat man beigebracht, das ist Demokratie, diese regelbasierte Dingsbums, ja. Aber jetzt fängt langsam an, die Bevölkerung zu spüren, hier im Bauch, ja, dass irgendwas faul ist. Denn so wie in den letzten 3, 4 Jahren ist noch nie Deutschland in den Keller gefahren worden. Und das ist genau gut. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Dass sie zeigen, was sie wollen und dass die Bevölkerung merkt, oh, die arbeiten ja gegen uns. Also wenigstens ein paar Leute. Ja. Ich Warte, habe. warte, ich will noch kurz was anmerken, denn es ist für mich wichtig, als Antifaschist anzumerken. Das ist mir elementar wichtig. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Wir haben ja Hajo, der ist bis fast doppelt, keine Ahnung, ungefähr. Du bist ungefähr zwischen uns. Wir haben ja drei Generationen sitzen. Und für mich als 40-Jährigen in der Ostzone geborenen ist nach meiner Forschung die Feststellung, dass kein deutscher Staat länger als 40 Jahre da war. Ob nur das Kaiserreich. Danach die Weimarer Zeit waren keine 40 Jahre, dann kam die bunten 16 Jahre. Danach kam 40 Jahre DDR und jetzt sind wir auch schon wieder im 35. Jahr. Ich bin Ostdeutscher. Ich habe mich daran gewöhnt, dass Staaten kommen und gehen. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. Ich rechne nicht damit, dass dieses Constructus Interruptus, was man hier BRD nennt, noch lange existiert. Länger als 40 Jahre hat es kein deutscher Staat. Und da gab es immer neue Grenzen, dann gab es immer neue Hymne, dann gab es immer neue Flagge. Ich habe mich daran gewöhnt. Also nicht, dass man das hier falsch versteht. Ich sehe nur dasselbe, was 89 passiert ist, jetzt im West. Und ich bin der Meinung, hier wird gezielt gegen die Wand gefahren, weil etwas rückabgewickelt wird. Weil Das. dieses, der Russe hat uns ja damals 1990 was angeboten. Das wurde ja abgelehnt. Weil eine bestimmte Ukraine noch existierte und somit der Poli ja nie rüberrücken konnte. Das Problem hat er ja jetzt die Zeit selbst geklärt. Das ist richtig, Falko. Ich grätsche jetzt aber ganz kurz rein, weil du sagst, kein Staat hat es länger als 40 Jahre geschafft. Stimmt, auch die West-BRD alleine war nicht länger als 40 Jahre. Dann kam ja die BRD-DDR-Wiedervereinigung, die nie eine war. Aber Hajo, jetzt frage ich dich ganz frech, wenn Falko, also ich stimme dem zu, was Falko sagt, kein Staat hat es irgendwie, selbst der Norddeutsche Bund, den gab es auch nicht länger als 40 Jahre, meiner Meinung nach, oder vielleicht 50. Dann warum soll man dann zurück ins Kaiserreich, wenn es auch wieder nach 40 Jahren auseinanderfällt, Hajo? Jetzt frage ich mal ganz frech. Na, mir geht es nur um den letzten völkerrechtlich einwandfreien Zustand. Was wir dann weitermachen, das ist mir doch völlig wurscht. Ja. Wenn ich in der Verfassung 1871 bin, habe ich wieder die Menschenrechte, aber diesmal garantiert mit Stempel und Unterschrift. Ja. Und da kann kein Richterereignissystem gründen, keine Partei spielt mehr. Quatscht mir rein, das Fernsehen kann sich nicht so benehmen wie jetzt. Also, ich wäre dann schon erstmal zufrieden. Wie Ich es dann auch. weitergeht, ist mir doch völlig wurscht. Ja. Ich bin 77 und werde in Kürze 78, so alt wie ich Trump, ja.
Ja, Ja. ich weiß, in Kürze, es geht noch ein bisschen. Ich weiß, wann du Geburtstag hast und das ist meiner Meinung nach der 1. März. Also das ist noch ein kleines bisschen Tag der hin. Nationalen Volksarmee. Ja, Also, das jawohl. immer. Das heißt, der 1. März an der MNVA-Tag wirst du dann, hast du Geburtstag. Ja, immer. Das Schön ist, immer. ich habe an Schön dem Tag Geburtstag, vorbereitet. als Preußisch Blau ein Big Ben kam. Also wir haben es alle nie einfach. Weißt du, Ja, aber. das kann ja passieren, Falco. Aber jetzt, um ganz kurz bei Hajo zu bleiben, du darfst gleich weitermachen, Falco. Dieser letzte völkerrechtlich bindende Zustand, dann sind wir ja wieder bei dem Thema, es muss rückabgewickelt werden, die BRD muss rückabgewickelt werden, dieses Besatzungskonstrukt, und da muss ja noch die Bevölkerung mitspielen. Und ich glaube, das wird nicht ganz einfach, den Menschen zu erklären, hey, übrigens, man hat euch 100 Jahre verarscht auf Deutsch, alle sind im Kriegsrecht und eigentlich stimmt das alles gar nicht, was man so in der Schule gelernt hat und im Fernsehen, wir müssen zurück ins Völkerrecht. Das würden viele wahrscheinlich gar nicht umsetzen können, gedanklich. Wie würdest du da vorgehen oder wie stellst du dir das vor, dass das läuft, Falco? Wir haben es danach 45 schon mal erlebt. Also die Deutschen haben doch schon mal bewiesen, dass sie festgestellt haben, sie wurden verarscht und wurden dann lernfähig, nur halt vom Nächsten, der sie verarscht. Ja, das ist der Punkt 1. Punkt 2, vieles von dem passiert ja gerade schon. Ich bin Annalena dankbar und Annalena Baerbock dankbar, ne? Und den restlichen 17, also die dort in der Regierung sind, weil wir hätten 100, 200, 300, 400 Jahre gebraucht, um diesen Zustand zu erreichen, den die in 2 Jahren geschafft haben. Und der Film heißt meiner Meinung nach Zurück in die Zukunft. Die ganze Welt, es geht hier nicht nur um Deutschland. Das muss man im globalen Kontext sehen. Die ganze Welt ist im Ersten Weltkrieg einfach falsch abgebogen. Der Zweite Weltkrieg war ein Resultat der Fehler aus dem Frieden des Ersten. Und wenn du dann noch weiter guckst, der Kalte Krieg baute dann wieder auf den Mächten auf und man wollte einen wahren Schlussstrich. Ein wahrer Schlussstrich kann aber erst sein, wenn alle offenen Rechnungen beglichen sind. So wie der Chinese gerade seine offenen Rechnungen, so wie der Russe gerade seine offenen Rechnungen, der Inder ja auch. So wie Ja, der aber weil du sagst, schuldige die Weltkriege, der Erste Weltkrieg war meiner Meinung nach dazu da, um die Herzländer, Deutsches Reich, Osmanisches Reich, Zarenreich zu zerstören und der Zweite vor allem auch das deutsche Volk, den Gedanken, den Geist von Schiller, das deutsche Volk zu brechen. Das sind ja die zwei Hauptgründe für die beiden Weltkriege. Jetzt darfst du gerne weitermachen. Ja, und was sagte Herr Scholz? Er ist nicht. Für mich war Deutschlands wahrer Fehler im Ersten Weltkrieg, nicht wie Scholz strunzdumm zu sein und einfach nicht mitzumachen. Auch wenn es schwer gefallen wäre. Scholz hat das eine anders gemacht als alle anderen. Er ist erstmal in Urlaub gefahren, dann hat er sich bescheuert angestellt, hat die dümmsten Mitarbeiter gehabt. Das, ganz wichtig. Um dann so zu versagen und im richtigen Augenblick mit Piratenauge Scholz als Retter zu kommen. Stellen wir uns mal vor, in diesem Was-wäre-wenn-Spiel. Deutschland hätte im Ersten Weltkrieg nicht mitgespielt, wäre nicht mit den Österreichern im Bund. Dann wäre eine Konstellation entstanden, wo dann Deutschland später als helfende Hand hätte kommen können. So wie dass Scholz jetzt dem Ukrainer immer noch keine Taurus. Am Todestag der Ukraine sagt er nochmal, ja, sorry, Taurus gibt's nicht. Und das ist doch elementar. Er hat gesagt, er ist nicht Kaiser Wilhelm. Er wird den einen Fehler nicht machen. Können wir jetzt diskutieren, ob es ein Fehler war oder nicht? Ja, Damals. aber wenn du sagst, die Taurus gibt es nicht, ich meine, auf der einen Seite muss er ja auf, ich sage es mal ganz salopp, seinen Vorgesetzten aus den USA hören mit den Taurus-Raketen. Auf der anderen Seite hat er noch einen anderen Vorgesetzten, der sitzt im Kreml. Und wenn er den zu sehr verärgert, ich glaube doch, dem Herrn Scholz ist sehr wohl bewusst, wie die rechtliche Situation des Besatzungskonstruktes aussieht, Hajo. Oder wie beurteilst du das? Also ich behaupte jetzt mal, so ein Herr Scholz und Herr Habeck, die wissen faktisch ganz genau, egal wie sie sich verhalten, man kann Fan sein oder nicht, aber die wissen doch ganz genau, was passiert, wenn das Ding auseinanderbricht und was mit ihnen passiert. Oder hältst du das für unwahrscheinlich? Ja, die Verwaltung des Bundestages weiß das ganz genau. Also die sind relativ klug im Völkerrecht, haben natürlich keinen Zugriff auf die Ministerien, sondern sie wissen nur, welcher Zustand. Das weiß auch bestimmt jeder, der in der DDR Juristerei studiert hat. Im Westen wird es nicht gelehrt. Ja? Dort fängt man nach 45 an. Also ich bin sicher, dass man sowas ganz schnell in die Bevölkerung bringen kann. Und es geht ja nicht darum, was die immer als Propaganda reden, irgendeinen Kaiser zu wählen. Es gibt keinen Kaiser in dem Sinne, wie er uns vorgestellt wurde in den letzten 100 Jahren. Der Kaiser ist der Präsident einer Versammlung der Fürsten.
Ja, das ist nicht unser Oberhaupt, nur im Kriegsfall. Und das müssen die Leute lernen. Aber ich glaube, viele sind bereit, irgendwas anzunehmen, was mit ihrem Land was zu tun hat, mit ihrer Nation. Ja, ich Sachse, ich will mein König wieder haben, sagt immer Martin Kollmann. Ja, der spricht so einen bedauernswerten Chemnitzer Dialekt. Und das würden auch die Bayern schneller akzeptieren und vielleicht auch die Württemberger. Also ich glaube, das würde man hinkriegen. Was auf der Strecke bleiben wird, wo es große Unordnung geben wird, das sind ja die roten Zentren wie Hamburg oder Bremen. Ja. Die haben da jetzt, naja, seit 40 und 35, 75 Jahre lang auf Kosten der anderen Staaten gelernt, gelebt und überall abkassiert und haben dort einen sozialistischen Vorführstaat gemacht, mit dem sie jetzt selber nicht mehr klarkommen. Ja. Ja, wobei die Hansestädte, die du gerade ansprachst, Bremen und Hamburg, Lübeck ist ja auch eine, allerdings kein Staat oder kein Stadtstaat in der BRD, sondern nur im Sinne des Deutschen Reiches. Aber die Hansestadt Hamburg, Hansestadt Bremen, wie hätten sie es auch in der BRD anders machen sollen? Weil mit diesem, ich sage jetzt mal, kleinen Bezirk auf BRD-Besatzungskonstruktionsrecht kannst du ja gar nicht anders als so handeln. Das heißt, würdest du dann die Städte verschenken oder in der BRD lassen oder wie würdest du dann mit denen umgehen, Hajo? Städte sind verpflichtet, sich selbst zu verwalten. Das lasse ich sich doch verwalten. Wenn sie kein Geld von außen kriegen, müssen sie bitte sparen. Natürlich, dann auch wieder, aber weil du sagst, du siehst es dort schwieriger. Ich denke, für mich als Schwabe oder den Schwaben interessiert einfach nur, dass sie nachher weniger Steuern zahlen und mehr im Sack haben. Da sagen die Schwaben, alles klar, bring den Kaiser zurück, auch wenn er nur Vorsitzender eines Gremiums ist. Ich glaube, dass das für viele Menschen, auch wenn das jetzt blöd klingt, Falco, aber ich könnte mir vorstellen, für viele Menschen, die sich noch nicht so damit befasst haben, sagen, hey, wenn ich dort 50% weniger Steuern bezahle, ich sage jetzt irgendwas, wenn ich da mehr Mitspracherecht habe, direkt im Bürgermeister und wenn der wirklich für meine Stadt schauen kann und nicht nur für irgendwas anderes, warum nicht, können wir ja mal ausprobieren. Ich glaube, da kriegen wir die meisten Menschen, also nicht wir, sondern dann, wenn das soweit ist. Oder wie beurteilst du Deswegen das, hassen Falco? ja auch alle die Grüne Partei, weil sie gucken ins Portemonnaie und für die, die Demokratie noch nicht verstanden haben. Das Portemonnaie entscheidet am Ende des Monats, wen man wählt. Nicht wen man mag oder hofft oder bla, sondern der, der das meiste Money Money im Portemonnaie generiert. Für das Volk. Der wird gewählt. Demokratie ist ganz einfach. Aber weil du gerade das Thema Hansa hattest, das führt uns nämlich perfekt, und wir erleben ja aktuell seit 1990 mit dieser Ostseekonferenz, die jetzt schon mehrfach durchgeführt wurde, dass sich in den alten Hansegebieten, die haben jetzt sogar ein neues Ding, das hat auch passende Farben, gegründet, dass man den Zusammenarbeit im Ostsee- und Nordseeraum wieder stärken will. Und dafür braucht man eine Sicherheitsarchitektur in der Ostsee. Und die ist ja jetzt in Rostock entstanden. Und da kommen ja von den Ostsee-Anrainerstaaten, ob nur aus dem Baltikum, Finnland, Schweden, speziell Schweden, weil Deutschland und Schweden, das ist so eine Geschichte, die ist uralt. Also wenn man sich überlegt, was wir schon für Streit in der Ostsee hatten, dass jetzt in Rostock zum Bruch des einen eine neue Sicherheitsarchitektur quasi einzieht. Da bin ich mal gespannt, was ihr beide auch dazu sagt, weil du musst nie, ich bin auch auf deine Meinung gespannt. Ne? Ja, jetzt, du meinst jetzt bezüglich diesem sogenannten NATO-Stützpunkt für dieses Manöver. Da hatte ich ja letzte Sendung mit Hajo davon, mit diesem Bruch des 2+4-Vertrages. Da haben auch einige Zuschauer gefragt. Er Na, wurde, nenn es sagt nicht er, NATO, nenn es deutschen Marinestützpunkt, wo andere mit dabei sein können. wir nennen es so, wie du es magst. Wir nennen es Deutschen Marinestützpunkt, wo andere mit dabei sein können. Für mich auch das, wie du magst, Falko. Ich nenne es auch, keine Ahnung, Sahnetorte, wenn dir das gefällt. Jetzt haben viele Zuschauer gefragt, Hajo, und genau das ist eine gute Frage auch an dich von Falko, die gesagt haben, was ist jetzt mit dem 2+4-Vertrag? Weil paraffieren ist ja nicht ratifizieren. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären, Hajo, was du mit meintest, weil du neulich sagtest, den gibt es ja sowieso nicht, außer für Russland. Das hat den einen oder anderen Zuschauer verwirrt. Und dann gleich zu Falkos, wie soll ich sagen, These. Wie ist das jetzt mit dem Rostock-Stützpunkt für alle, die mitmachen wollen oder wie auch immer das gerade gesagt hat? Aber na, wie beurteilst du das? Ja, wir haben schon gesagt, nur für Russland ist dieser Vertrag bindend. Alle anderen haben sich damals im Bewusstsein ihrer Stärke, ja,
sehr wohl gefühlt, dass sie gesagt haben, geht uns nicht an. Also niemand, der da irgendwie teilgenommen hat, hat das im Parlament behandelt und den Weg der Ratifizierung stattfinden lassen. Und in Russland gibt es das als Gesetz, aber Putin hat die Genehmigung, dieses Gesetz unwirksam zu machen. Das ist schon erledigt alles. Aber wichtig ist das natürlich nicht, weil die vier Geschäftsführer, die sich getroffen haben, die sind unabhängig von jedem Vertrag. Sie machen einfach, was sie für richtig halten. Und diese Leute um den beiden, das beiden, der beiden, die beiden da oder die zwei beiden, Also die vier beiden. die zwei beiden, die sich da getroffen haben, für die gibt es keine Verträge und auch keine Gesetze, die in Russland gelten. Die machen einfach, was sie lustig sind. Aber es gilt natürlich auch nur bis zum Wahltag. Wenn dann ein anderer Präsident kommt, dann gilt das nicht mehr, würde aber dann sofort wieder gelten, wenn Deutschland souverän ist. Und Und wenn warte, jetzt, ich muss gleich noch was. Falco, gleich Falco, egal welcher Präsident kommt, ob Trump, ob Kamala Harris oder Louis de Funès, völlig egal. Das heißt, obwohl eigentlich im 2+4-Vertrag, der nur für Russland gilt, steht kein NATO-Soldat auf DDR-Gebiet, können Sie das im Westen trotzdem tun, weil Sie ja nichts unterschrieben haben. Aber was unabhängig jetzt, vergiss mal die US-Wahl, wenn jetzt Putin sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich kündige für mich diesen blöden Vertrag auch auf, dann wiederum wäre es doch ein Bruch und er könnte was machen? Aber nichts. Auch nichts. Was will er denn machen? Er wäre ja bescheuert, wenn er sich die Mühe macht, über Polen in Deutschland einzumarschieren. Weil du mal meintest, er könnte die DDR als entmilitarisierte Zone zurücknehmen. Naja, völkerrechtlich kann er das verlangen und kann die rechtliche Situation herstellen, aber das interessiert doch keine Sau im Westen. Sie sind im Krieg mit Russland. Und wenn du im Krieg bist, da denkst du doch nicht an irgendwelche Regeln. Ja, mach Natürlich, einfach, aber was du richtig hältst. wenn jetzt Putin das machen würde, Falco, wie hoch schätzt du die Chance ein, dass der Westen da was dagegen tun könnte? Naja, ihr müsst die Story noch mal vor 2 Jahren anfangen. Es war am 2.2.22, dass dieser goldene Würfel aufgetaucht ist. Am 3.2. wurde das Stettin Rammstein 2 aktiviert. Danach kam diese ominöse Meldung dieser preußischen Kriegsministerin. Eine Woche später tauchte ein Dokument, eine Notiz eines deutschen Diplomaten auf, damals von 1990, dass der Russe mit der NATO-Osterweiterung doch recht hatte. Es ist ein Schriftstück aufgetaucht, eine Woche nach der preußischen Kriegsministerin. Danach die Woche war Scholz an diesem riesengroßen langen Tisch. Könnt ihr euch erinnern? Bei Putin. Und danach ging diese Ukraine-Aktion los. Scheinbar mit dem Ziel, den russischen Teil abzubrechen, aber somit auch die Ukraine als Ganzes zu schwächen, was ja bestimmte Dinge rückabwicklungsfähig macht. Da Putin ja jetzt die Rechtsnachfolge der B, Quatsch, der BRD, die Rechtsnachfolge der Sowjetunion übernommen hat, könnte er auf der einen Seite, aber es gibt ja solche lustigen Videos, dass die BRD der Rechtsnachfolger von Mahler ist. Das wiederum ist nicht nur eine Theorie, scheinbar, das kam sogar schon mal in der Tagesschau, dass die BRD Rechtsnachfolge von dem österreichischen Maler ist. Richtig. Und jetzt wären ja, also es hat ja damals das eine Objekt, was nicht BRD war, mit dem anderen Objekt, was nicht Russland war, gegeneinander Krieg geführt. Und das ist ja nun mal der Witz, wenn du Frieden schließt, dann müssen die beiden, die damals, du kannst ja nicht BRD und Russland Ja. Frieden schließen. Nein, das kannst du nicht, aber selbst wenn du das Großdeutsche Reich Russland Frieden schließen lassen würdest, jetzt frage ich, da gebe ich die Frage an dich weiter, Hajo, dann ist es ja trotzdem im See- und Handelsrecht und nicht im Völkerrecht passiert, weil das Nee, nee, Völkerrecht ist ja. musst du erstmal den Teil ablösen und dann musst du das ja von vor dem Ersten Weltkrieg, oder? Es gibt ja Brauchst du verschiedene. das oder können wir gleich in das Völkerrecht zurück, wenn jetzt der Amerikaner uns Russland mit dem Georg Friedrich Prinz von Na, Preußen diesen Friedensvertrag aushandelt? brechen wir nicht seit 2022 regelmäßig den 2+4? Also das mit Taurus wäre das eine. Baerbocks Aussage aus Versehen Krieg erklärt wäre das nächste. Mit diesen Truppen dort vor Ort. Und der Russe lässt es ja im Endeffekt zu. Er wird jetzt Ja, auch aber nicht 17 Tage vor der Wahl noch extra nach DDR einlaufen. Das ist ja das, was der Westen will. Aber dann gebe ich jetzt mal an Hajo weiter. Dann brechen wir doch eigentlich den 2+4-Vertrag seit 1990 mit der NATO-Osterweiterung. mit der Armee bricht ihn für uns. Nein. Seinen Wie? eigenen.
Wieso kommst du denn auf die Idee, dass wir irgendeinen Vertrag brechen? Der Vertrag existiert nicht. Und deshalb brechen wir auch nichts. Und die machen sowieso, was sie wollen. Sie sind im Kriegszustand und da können sie machen, was sie lustig sind, selbst wenn der Vertrag gelten würde. Na, Dann. gehen wir mal kurz davon aus, der Vertrag würde gelten. Der Ami hat ein Auto und hat einen Vertrag über den Auto aufgesetzt und den bricht er dann am Ende selbst. Weil, wenn wir hier souverän sind, hätten wir ihn gebrochen, wenn er existiert. Wenn wir aber nicht souverän sind, hätten wir das ja gebrochen auf Befehl dessen, der an uns damals, weil es war ja nur zur Kenntnisnahme. Also wenn Ja Sie gut, aber dann könnten wir jetzt hergehen, jetzt frage ich Hajo dich ganz frech, dann sagt Putin, ich kündige den 2+4-Vertrag auf, aber er kann sich die DDR nicht zurückholen, weil der Westen sagt, nö, darfst du nicht. Also ist die Theorie Nein, von nein, wegen das stimmt. Russland. So läuft sowas nicht. Das Aufkündigen muss er machen, bevor Friedensverhandlungen zum Zweiten Weltkrieg beginnen, damit er voll handlungsfähig ist. Sonst sagen die anderen zu ihm, ne, du bist doch sowieso nicht mehr da. Ja, also das ist eine rein formelle Angelegenheit. Aber er kann überhaupt nichts mit der BRD anfangen. Kriege werden heute irgendwie anders geführt, das werdet ihr mitgekriegt haben. Es ist sehr gefährlich, in den realen Kriegszustand zu kommen. Habt ihr gesehen, was alles für oberste Staatsführer umgebracht wurden? Da kommt eine Rakete und da bist du weg. Ja. Was die Israelis können, können die Russen noch besser. Das hat der Russe bewiesen. Er hat in einer Nacht 1300 Raketen, 1300 Drohnen und jede Drohne hatte 10 Raketen und nebenbei noch 700 Tomahawks oder wie die russische Ding heißt. Das war eine komplette Enthauptung der Ukraine an einem Tag, so wo der Israeli Eiersalat mit 7500 Leuten hatte. Hat der Russe nochmal gezeigt, dass er das über die gesamte Ukraine verteilt mit einem Strich machen kann. Das könnte er auch mit Gesamteuropa. Der Russe braucht dann nicht länger als 3 Minuten für den Westen. Das ist wohl wahr, der braucht nicht länger wie ein paar Tage. Und ich stelle auch bewusst diese Fragen manchmal so, ja, Entschuldigung, ich muss das Wort Suffisant jetzt heute mal wieder benutzen, genau um solche Antworten von euch zu kriegen. Aber dann ist ja im Prinzip alles, ich sage es jetzt böse, Hajo, alles Schwachsinn von wegen Putin kann auf Boden der DDR das Deutsche Reich handlungsfähig setzen, weil dann ist es doch alles Schwachsinn, auch wenn er das kündigt und wenn er das will, der Westen lässt sowieso nicht zu. Also kann er doch auf Boden der DDR die Besatzungszone als neutrale Zone gar nicht in Gang setzen, oder? Und was machst du, wenn der Westen geschlagen ist? Das findet gerade statt. Also in einer Aber Friedensverhandlung für die Ukraine müssen natürlich die 51 Staaten, die jetzt Krieg gegen Russland führen, mit am Tisch sitzen. Und dann wird man eine Einigung bringen. Und das geht natürlich für uns alle besser zu machen, wenn ein gewisser, wenn der Böse da an der Wand hängt in Amerika. Da geht ja, das nicht bloß das. gleich. Wir erleben ja gerade, dass sich dieser Dolch im Rücken von Preußen, der sich ja 2+2+4, also dieser Vertrag, hat ja auch eine Bindung an einer Oder-Neiße. Die ist ja gerade wegen Hochwasser überschwemmt und deutsche Soldaten hinter dieser Grenze für Hilfe. Das ist ja schon mal Punkt 1. Aber dieser Dolch im Rücken Preußens, wir reden ja jetzt von Deutschland Teil 3.3. Also, wir haben das erste Deutschland, war BRD, das erste Drittel, das zweite Drittel DDR und das dritte Drittel ist ja der ostpreußische Bereich. Und mir kommt das so vor, als erleben wir eine Wiedervereinigung Preußens. Weil das ist das, so kommt es mir vor, weil die baltischen Staaten nennen Königsberg aktuell wieder Königsberg und nicht mehr Kaliningrad. Du meinst eine Vereinigung der preußischen Gebiete, also inklusive Schlesien-Pommern, Westpreußen, Ostpreußen, also sozusagen der abgetrennte dritte Teil, So vereinigt kommt es sich. mir So vor. kommt es dir vor, dass sich der abgetrennte dritte Teil, also wirklich komplett jetzt Schlesien-Pommern, Westpreußen, Ostpreußen bis zum Memelgebiet hoch, sich wieder vereinigt, um sich dann wieder an die zwei anderen Deutschländer, Deutschlande anzugliedern. Ja, so kommt es mir aktuell vor. Und dass der Pole und der Litauer Königsberg wieder Königsberg nennen, dass aktuell mit diesem militärischen Schengen zwischen Deutschland und Polen, wo der polnische Präsident, der Tusk, den wir ja quasi bezahlt haben, gesagt hat, hier, passen Sie auf, wenn Sie hier deutsche Soldaten sehen, erschrecken Sie nicht. Das ist ab sofort hier normal.
So, das ist richtig, aber das würde ja vielleicht auch bedeuten, warum Polen diverse Dinge gegen die EU macht. Und das würde wiederum, Hajo, zu dem passen, was du auch schon öfter sagtest, zum Thema Lviv, also Lemberg, dass Polen wieder Lemberg zurückbekommt. Ja, das ist eine reine Verhandlungssache. Wie sich die Polen gegenüber Putin verhalten, so wird das Ergebnis sein. Ich vermute, Putin hat ja gar kein Interesse an dem Zeug. Ja? Was will der damit? Du findest die genaue Parallele in den Ländern Russlands. Die gehen alle ganz vorsichtig wieder auf Moskau zu. Alle Länder, die früher Russland waren, ne? Und dann in der Sowjetunionsphase abgespalten wurden. Aber sie vereinigen sich schon wieder und sie arbeiten zusammen. Sie sind alle zusammen in Shanghai und in BRICS. Also der CIA hat den Zugriff verloren auf diese ganzen Splitterstaaten, die da südlich der russischen Grenze, na, nördlich geht nicht, ja. Aber formiert sich da eine neue UdSSR, Bolschewismus 2.0, oder ist es das Zarenreich, was da kommt? Das ist Russland, das Zarenreich. Was macht dich so sicher, dass es nicht die UdSSR, Bolschewismus 2.0 ist? Da gibt es einen gewissen Herrn Putin. Ja, Das und war weil England böse, geschlagen ist. das war böse. Aber immer wie der Kopf eines Landes aussieht, da kannst du ungefähr ahnen, wo es lang geht. Ja? Wenn du den Orbán nimmst, weißt du, wo es lang geht. Ja, der Orban zeigt ja auch der Euro-Uschi gerade so ein bisschen, wo es lang geht. Zum Orban, Euro-Uschi und Putin kommen wir gleich nochmal. Ich möchte nach der kurzen Pause, ja, für alle Zuschauer, wir haben Tatsache gerade Päuschen gemacht, ja, wir sind mal ganz unseren Bedürfnissen nachgekommen. Wir hatten jetzt Tatsache eine Pinkelpause, die wir aber rausgeschnitten haben. Man darf sie auch mal offen ansprechen, weil ich wurde Tatsache mal gefragt, ob wir es immer an einem Stück durchziehen. Meistens ja, manchmal nein. So, Hajo, wir waren beim Zarenreich. Warum bist du dir sicher? Du sagtest, Putin ist der Führer des Landes. Aber warum bist du dir sicher, dass das Zarenreich wiederkommt und warum ist es gut? Na, das Zarenreich weiß ich nicht. Russland kommt wieder in dem Zustand, in dem es mal war, 1914. Und alles andere kann man noch nicht sehen. Das liegt auch an der russischen Bevölkerung. Da Die muss ich Länder, gleich also, reinspringen. natürlich werden die einen Romanow anerkennen. Ja? Da steht er oft genug in der Zeitung jetzt. Ja, gibt es den noch? Ja. Na, es sind nicht alle umgebracht worden. Der heißt Georg, nee, Michailowitsch, Georgowitsch, also er ist ein Georg Drachentöter und er ist ein Erzengel Michael und dann noch Romanow hinten dran. Aber ich glaube nicht, dass Russland auf 1914 zurückgeht. Ich glaube, der Stand von 1917 ist für Russland. Weil damals waren ja dann die Baltikum und die ganzen, weil Finnland, Baltikum. Und es gibt gewisse Gebiete, die werden nie wieder zu Russland wollen. Und wenn Russland schlau ist, gibt es sie frei, weil ansonsten hat es das Problem im eigenen Land und hat die Sorgen der Zukunft. Deswegen wird ja auch die Ukraine aufgeteilt. Aber ich gehe fest davon aus, es gab schon mal eine Regelung zwischen Russen, dass Nordosteuropa geht an unter unsere Verwaltung, Südosteuropa unter ungarisch-österreichische Verwaltung, und den Rest nimmt der Russe. Und unten kommt dann der Ottoman, also der Erdogan. Deswegen ist es ja so geil, dass sich die alle gerade treffen. Ja, aber dann wären wir ja wieder bei Österreich-Ungarn und ein paar Fürstentümer im heutigen sogenannten Rumänien, beim Deutschen Reich, beim, ob jetzt Zarenreich oder nicht. Aber weil du sagst, der Romanow, da gibt es noch einen. Hajo, hat er genauso die Adelsrechte, ich sage es jetzt mit meinen Worten, wie zum Beispiel ein Georg Friedrich, Prinz von Preußen, ein Prinz Alexander von Sachsen, ein Reuß vom Fürstentum Reuß. Hat der Romanow dort dieselben Rechte? Na, selbstverständlich, er gehört sowieso nicht zum Vatikan. Er braucht nicht die Genehmigung des Vatikan, um Zar von Russland zu sein, weil es ist eine andere Kirche und Ja. eine andere Religion. Er ist, wenn er will und wenn er stark genug ist, ja, das ist immer wichtig, ist er tatsächlich in der Lage, das Zarenreich herzustellen. Das geht uns da aber wirklich als deutsche Scheißdreck an, ja? Aber So. es ist ein guter Übergang, weil wir Deutschen haben ja gerade eine deutsche Nationalkirche gegründet. Wo dann wir unseren eigenen Obersten und der kann dann unten, wir wollen ja auch unabhängig. Also ich sehe das auch gerne als, wir müssen uns ja alle vom Vatikan abspalten.
Auf ist jetzt die vielen Frage, Ebenen. müssen wir, Entschuldigung, Falk, oder du darfst gleich weitermachen, müssen wir das wirklich oder sehen wir deutschen Völker das nicht schon, wenn wir unsere Ja, Rechte ja. wieder als indigene Deutsche nach Rustag 1913 wahrnehmen? Dann sind wir das doch eigentlich, weil das ganze Vatikan, ich sage es jetzt mal Richtig. salopp, Gedönse kam ja zurück durch den österreichischen Bärtigen daher, ne, im Dritten Reich. Aber wenn wir Deutschen unsere Bodenrechte und Rechte wahrnehmen, dann sind wir doch losgelöst vom Vatikan. Ist das nicht der Grund, warum wir bekämpft Ja, aber werden? der Glaube ist ja trotzdem noch mit Vatikan verbunden, über die Religion. Wenn wir uns eine eigene deutsche Nationalkirche, wie der Brite, der hat sich auch seine eigene, mit der King James Bibel, damit er sich selber krönen kann. Also, so wie es Russland mit Orthodoxie, muss sich das Protestantentum und die Katholiken komplett vom Vatikan lösen. Der Staat und der Mensch hat sich schon befreit, das gebe ich dir recht. Aber über die Religion hat der Vatikan trotzdem noch Einfluss. Wenn wir keine Gelder, also aktuell sind wir die, die am meisten nach unten zahlen. Wenn wir unsere eigene Kirche haben, brauchen wir die unten nicht mehr. Da ist der Vatikan auch auf spiritueller Ebene entmachtet. Nicht bloß auf Recht. Das meinte ich. Weißt du wie? Ja, aber das mit der Kirche, ich meine, wenn wir jetzt das Erntedankfest nehmen, Ostern nehmen, die Wochentage nehmen, Weihnachten nehmen oder Julfest, wie auch immer man es nennen mag, dann hat es ja in seinen Wurzeln sehr viel keltisch-germanisches, das uns ja damals gelassen wurde, damit der Vatikan uns besser einverleiben konnte. Also jetzt mal ganz salopp gesagt. Lass dir nicht so viel Gedanken über den Vatikan machen. Sobald wir im Zustand 1871 sind, gibt es keinen politischen Zugriff des Vatikan mehr. Und Gut. das ist wichtig, ja. Du kannst den Leuten in Bayern nicht verbieten, an den Papst zu glauben. Ist doch mir vollkommen wurscht, ja. Wir in Sachsen haben keinen Papst. Deshalb waren wir ja immer böse. Also, diese Glaubenssache muss getrennt werden wieder von dem Ja, staatlichen das ist. Gefilden. Und wir haben das Glück, dass wir halt automatisch, wenn wir 1871 haben, vom Vatikan als anerkanntes Land, unabhängig vom Vatikan, Staat sind. Vollkommen bedeutungslos, was der Vatikan dann macht. Unser Kaiser oder der König von Preußen oder der König von Sachsen oder Bayern, die sind von Gottes Gnaden Ja. und nicht von Vatikans Gnaden. Ja. Das ist ja immer das Thema Kaiser von Gottes Gnaden und auch Der da ist ja. Kaiser ist nicht von Gottes Gnaden, der König von Preußen ist von Gottes Gnaden. Entschuldigung, mein Fehler, Der der König Kaiser. von. Ja, es ist dieselbe Person in zwei verschiedenen Funktionen. Du hast natürlich recht, der König von Preußen ist von Gottes Gnaden und der Kaiser ist der, ich sag's salopp, Vorsitzende des Gremiums der Fürsten und Könige. Jetzt haben wir ja aber auch diesen ewigen Bund und. Das ist ja einer der Gründe, wie gesagt, die wir vorher hatten, warum wir als deutsche Völker so indoktriniert werden. Es gibt ja auch ganz böse Menschen, würden wir nicht behaupten. Aber es gibt böse Menschen, Falko, die behaupten, kein Volk würde so ausgebeutet seiner Vergangenheit, seiner Geschichte und seiner Kultur beraubt wie das Deutsche. Aber das muss eine Verschwörungstheorie sein. Ja, ist es auch definitiv, weil das ist dieser typische deutsche Egoismus, zu denken, man wäre die Einzige, die hier leidet. Es gibt insgesamt 22 Staaten auf diesem Planeten, die noch nicht mehrfach überfallen wurden. Sie wurden alle ihrer Geschichte, ihrer Kultur, ihrer Wertschätzung, sie wurden alle. Ihr müsst endlich aufhören mit diesem, oh, wir sind das einzige Opfer. Das ist Kindergarten. Es sind alle betroffen. Frag Ich mal den sagte nicht, dass wir, Chinesen. ich, stopp, ich sagte nicht, dass wir das einzige Opfer sind, sondern Ja? sämtliche Nee, Kulturen aber und viele Völker denken sind. das so, dass nur wir Deutschen, der Russe wurde bestohlen, der Inder wurde auf eine Art und Weise bestohlen, die ganzen afrikanischen Völker, wenn du dir anguckst, wie sie den Chinesen bestohlen haben, um ihre Geschichte, was dort überall, wir sind alle Opfer desselben Täters. Und dieser Täter ist gerade im Wanken und er ist gestürzt in London, was unglaublich viele Kräfte freisetzt, ob jetzt nur in Nordafrika der Bund, der geschlossen wird, ob jetzt nur der indische Bund, der geschlossen wurde, ob jetzt nur den Chinesen, ob den Russen, ob jetzt hier diese Mittelmächte, die gerade neu entstehen, oder Trump, der Amerika neu aufstellt. All das konnte nur geschehen, weil der eine Rowdy, und es war immer nur ein Rowdy auf dem Schulhof, jetzt wo der eine Rowdy weg ist, und ich habe das ja gemerkt, der Österreicher hatte 650 Jahre jemand von Gottes Gnaden und seitdem alle 4 Jahre einen anderen Hampel. Irgendwann bist du es leid. Die fragen schon nicht mal mehr an Österreich, wer es jetzt an der Macht, der ist eh bloß nur kurz da. Die sind es gewohnt. Der Kickel ist jetzt die Ausnahme. Genauso ist es aber auch anderen. In Persien, die persische Dynastie war 2500 Jahre alt. Hajo, wie alt war die preußische Dynastie? Die Hohenzollern, wie viele Jahre? 300?
Höchstens 400, 300, 400 Jahre. Ja, das sind uralte Dinger. Die wurden alle vom selben weg gemobbt. Punkt Natürlich eins. wurden sie weggemobbt, weil du ja mit über diese Demokratie, wie wir sie heute kennen, das Parteiensystem steuern kannst, in eine Richtung steuern kannst, die Volksseele oder die Volkswurzel eines jeden Volkes indoktrinativ zerstören. Und wir hatten es ja mal Demo und Grazie, ne, die Herrschaft über den Abschaum, auch für die Geldpolitik. Da hast du mal ein schönes Beispiel gebracht, Hajo. Warum glauben so viele Menschen, dass das toll ist und warum ist es eigentlich schädlich, Hajo? Nein, das Plünderland, das wir jetzt sind, war ja Deutschland nicht immer. Also du hast sowohl in BRD als auch in der DDR gewisse Vorteile genossen gegenüber anderen. Es konnte mehr im Land bleiben. Und heute ist die BRD ein 100% Plünderland, komplett, ja. Du brauchst gar nicht mehr BRD nennen. Es gibt kein Land auf der Welt, wo die Bevölkerung derart ausgeplündert wird. Und es reicht immer noch nicht. Ja? Das ist aber kein Problem der Alliierten. Du hast früher Leute gehabt in Deutschland in der Politik, die haben dafür gesorgt, dass ein bisschen vernünftig Geld hier blieb. Und das ist heute weg. Ja? Heute finanzieren sie über Berlin, über ihre ganzen Fonds und über den Staatshaushalt. Man nennt das Entwicklungshilfe, Demokratieförderung, lauter sich ein Mist. Oder Radwegbau finanziert man den tiefen Staat Amerikas, dass er weiter Einfluss üben kann auf diese Staaten, die alle bevorzugt werden. Aber die Deutschen merken es noch nicht. Und das ist das Bedauerliche seit 100 Jahren mit einer kurzen Zeitunterbrechung. Haben die Leute mit jeder Partei, die sie wählen, an jedem Ende der Legislaturperiode weniger Geld als vorher. Ja, Und da hat man sich ja dran gewohnt. Das ist ja nun mal so, weil irgendwann kann man ja nicht weniger haben, weil man ja dann nichts mehr hat, dann kann es ja nur bergauf gehen. Vielleicht denken die Menschen dann so im Achterbahnrhythmus. Das kann ja sein, Falco. Was meinst denn du? warte mal kurz, wenn es nach denen geht, dann endet das genau dort, dass die Leute nur noch 10% haben. Das So, ja, gestört. immerhin, aber da kann man immerhin, also immerhin 10%. Aber ich muss trotzdem mal eine Lanze für die Demokratie brechen. Erstmal Punkt eins. Es ist nicht Ich so, habe als nicht gesagt, stopp, stopp, nicht, dass da was Falsches rauskommt. Ich habe nicht gesagt, Demokratie ist schlecht. Um Himmels Willen. Ich sagte, das, was im Moment als Richtig, richtig. westliche Wertedemokratie Ich verkauft weiß, wird, ist ich weiß. vielleicht nicht das Deswegen, Optimale. und da ich weiß, dass es viele Klugscheißer da draußen gibt, die die Videos angucken und dann schnippische Kommentare drunter schreiben, in der Hoffnung, uns irgendwie zu triggern, erkläre ich es gern nochmal. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht in Deutschland ein unglaubliches Bedürfnis seit 500 Jahren auf Mitbestimmung. Das kann man uns nicht verwerfen bei unserer Geschichte. Wir wollen einfach bloß über unser eigenes Leben einfach mitbestimmen. Alles außer Demokratie ist erstmal Diktatur, wo eine kleine Gruppe über alle entscheidet. Ich sage nicht, dass Demokratie perfekt ist. Und Demokratie ist auch langsam. Aber wir hatten schon Demokratie vor der Weimarer Republik. Das, was viele nicht verstehen. Wir hatten auch unsere Form von Demokrat. Das war jetzt keine westlich-libertäre, aber wir hatten unsere eigene Form der Mitbestimmung, wo das Volk seinen Willen über die Bürgermeister in seiner Region, wo der Wille des Volkes weitergetragen wurde. Ja, Und dann. da redest du aber jetzt vom Subsidiaritätsprinzip, was ja in keinster Weise mehr mit dem zu tun hat, was wir aktuell erleben. Wie man dieses Ding nennt, ich bin da eher bei, wir haben unsere gewachsene Form. Subsidiarität, ja, das ist wieder der Klugscheißer-Begriff, hätte ich beinahe gesagt. Ja, der So, steht da aber. so drin. Das ist, Ja. ich habe nur den genannt, der drin steht. Ich Ja, habe das ich Ding nicht weiß, ich weiß, geschrieben. ich weiß. Bloß viele glauben ja, wir hätten früher keine Demokratie gehabt. Das ist Ja, das ist sowas von Schwachsinn. Grund. Das ist sowas von grundfalsch. Wir hatten ja, ich meine, die SPD ist 150 Jahre alt, die BRD aber gerade mal 35. Ja gut, Weimar war. dass die SPD so alt ist, der haben wir zu verdanken, dass Ich 1918 weiß. passierte, was passierte und dass ein anderer an die Macht kam. Ich weiß, ich weiß, aber das beweist ja schon. Die SPD ist 150 Jahre alt, also haben wir auch schon seit 150 Jahren hier den Versuch unserer eigenen Demokratiefindung, Ja, aber. der ja geprägt war von dem, was Jahrzehnte vorher, Jahrhunderte vorher. Das ist ja gewachsen, Stück Aber für Stück. diese Mitbestimmung des Volkes, wie du sagst, die gab es natürlich im Kaiserreich. Warum denken immer viele, Hajo, das sei eine Diktatur gewesen? Und das, was Falco gerade sagte, dass ja diese folgliche, die Mitbestimmung von Volkesseite aus ja im Kaiserreich schon ganz groß geschrieben wurde bezüglich Menschenrechte, Co. und Co., kein bürgerlicher Tod.
Warum war das dort anders als heute mit der sogenannten Mitbestimmung in der Demokratie des Deutschen Reiches? Es gab keine Parteien. Mit Parteien kannst du gleichsetzen, der Einfluss von außen. Die SPD ist eine reine Fabian-Partei, also London City steuert seit 150 Jahren die SPD und heute immer noch. Aber London City ist ein bisschen untergegangen. Das Kleinengland, was jetzt da auf der Insel liegt, das ist nicht mehr von der Bedeutung. Also die Schule über 150 Jahre hat ja den Kindern immer beigebracht, alles was früher war, war Scheibenkleister. Ja. Und wenn die Kinder sowas lernen, dann lernen sie halt die Lüge als Wahrheit zu betrachten. Und wenn sie sich ernsthaft damit beschäftigen würden, dann wüssten sie, mehr Demokratie als im Kaiserreich gab es in Deutschland noch nie. Und weil du gerade beim Lehrplan bist, lass mich noch kurz rein. Im Lehrplan steht Ägypten, Griechenland, Rom. Dann kommt Mittelalter, dann kommt Napoleon, das ist ganz wichtig, da redet man lange darüber. Und Und dann dann kommt das geht's, Dritte Reich. ne, ja, dann Dritte Reich meistens und dann fängt, aber es fängt in Weimar an. Es fängt mit Weimar an und da wird Weimar wird ja dann oft auch mit dem Kaiserreich zusammengebracht, damit man sieht, wie viel Elend im Kaiserreich war. Das wird absichtlich gemacht, meiner Meinung nach. Und dann kommt das Dritte Reich und das ist also Weimarer Republik ist gleich Kaiserreich, weil Armut und Sex, Drugs, Rock'n'Roll und Drittes Reich sowieso böse, was wir auch so sehen. Das ist doch Absicht, Hajo. Na, natürlich, man muss die Weimarer Republik mit dem Kaiserreich in Verbindung bringen, sonst würden ja die Leute erschüttert daran denken, oh, was damals alles schön war. So wie meine Großeltern, Urgroßeltern das bewundert haben, ach, damals ging es uns gut, ja? Das ist aus den Köpfen mittlerweile raus. Heute erklärst du jugendlichen Gymnasiasten, ja, nicht Handwerker, Gymnasiasten. Irgendwas von Kaiserreich. Oh, die Diktatur, das ist ja ganz schlimm. Ja. Heute haben sie alle 4 Jahre einen neuen Kaiser und jetzt wollen sie einen neuen Kaiser, der sogar Russland da ein Ultimatum stellen will. Das Ja, aber da auch. sind doch alle irre geworden. Ja. Die sind doch nicht mehr in Wir der sind Birne. aktuell im Absolutismus. Und 1871 war ja nie ein Absolutismus. Das ist ja das, was viele auch wieder nicht verstehen. Es gab viele Herrschaftsformen. Louis der 16., das war Absolutismus. Der Staat bin ich. Na, das ist ja, aber es war ja im Kaiserreich nicht mal im Ansatz so. Ich weiß jetzt wieder den Klugscheißer-Begriff, ich hätte echt das mal aufpassen müssen, aber ich weiß jetzt den Begriff nicht, aber wir hatten Subsidiarität. keinen Absolutismus. Und das, was Du man meinst aktuell mit den Klugscheißer-Begriff, den du vorher schon als Klugscheißer-Begriff abtatst? Ach, ist das dasselbe? Die Selbstbestimmung der Gemeinden Ja, nee, macht's in Deutsch. weil das, was wir aktuell erleben, kann ja nicht besser sein. Also, die haben die Latte so niedrig gelegt, dass alles, was danach kommt, aussieht wie ein Luxusurlaub. Deswegen wird es einfach, diesen Pfad zu gehen in die neue Welt nach der Rückabwicklung, wenn der Deutsche wach ist. Und ich weiß, das sind viele Wenns. Aber vor einer Weile war das Ukraine-Wenn noch da, dann war das Wenn noch da. Die Wenns fallen eh alle von Ja, ganz wenn der allein. Deutsche wach ist, da braucht es doch gar nicht alle, egal ob jetzt in Deutschland oder in einem anderen Volk. Es braucht ja einen gewissen Prozentsatz, der voranschreitet. Der Rest wird ja immer nur mitgehen. Und das meine ich gar nicht böse. Das ist ja weltweit dasselbe, weil es einfach so ist. Ja, und überleg dir mal, es ging vor 10 Jahren, dieses Wochenende ist jetzt die letzte Veranstaltung von dieser Dresdner Gruppe, die sich damals vor 10 Jahren traf. Seitdem, am Anfang war es nur in Dresden im Kreislaufen, dann war es Leipzig und Dresden, dann ging das auch noch in Cottbus los, in den Rostock los. Plötzlich waren es alle ehemaligen Ostgebiete, wo die Leute im Kreis gelaufen sind. Vor 10 Jahren. Dann traf man sich 2016 zu einem Treffen, wo alle neu gegründeten konservativen rechten Parteien, die ja jetzt die in Europa sind, die alle die Remigration forcieren, das böse Wort, die trafen sich 2016 alle schon in Dresden zum Krisentreffen. Damals waren sie noch No-Name-Parteien. Keiner kannte sie. Ob nur die CIA. Damals war das Wort auch noch nicht so böse wie heute. Ja, ich weiß. Damals war noch ein Strache und Strache-Kickl-Verbindung. Da war der Holländer da, der jetzt an die Macht kommt. Selbst hier dieser Verrat aus England, hier diese Leute waren dann auch mit da.
Und die kommen jetzt alle Stück für Stück nach 10 Jahren in ganz Europa überall an die Macht. Und plötzlich sagt Viktor Orban, make Europe great again. Und was waren es, 17 Staaten, die jetzt hier über, wie haben sie Nee. es gesagt, Rückabwicklung der Flüchtlingskrise. Ja, aber so viele Staaten waren es nicht, ganz so viele waren es nicht. Ich weiß nur, dass sich die haben sich die EU-Abgeordneten haben sich getroffen, allerdings ohne Scholz. Also Deutschland hat nicht mitgesprochen. Das war wieder so deutlich, ne? Herr Natürlich, Scholz, hat er auch nichts mit zu reden. ist ja der beste Schönes-Banz, wie heißt das Scheißding? Schönes-Banz, Vorsitzender der BRD. Vorsitzender der BRD, also Vorsitzender des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei BRD. Genau. Und jetzt habe ich es genau ausgedrückt. Und er kann sich natürlich nicht damit beschäftigen, weil es ihm sonst gehen würde wie dem Bürgermeister, der die Fahne abgehängt hat. Und der Ja. hat zurückgetreten. Ne? Also da muss man schon ein bisschen die Vorschriften beachten. Wenn der Staat von P geleitet werden soll, dann kann man nicht die Fahne abhängen. Ha, also das muss doch mal so ein kleiner Bürgermeister, der zentral geleitet ist, lernen. Oder muss es vorher schon wissen. Deswegen hat ja die neue Bürgermeisterin mit 30 Mann die Hütte gestürmt, um zu gucken, ob der Fluchtweg und die Schanklizenz in Ordnung sind. Richtig. Aber jetzt empfehle ich jedem Deutschen, nach Japan zu gucken und sich den Prozess dort anzugucken. Denn dort ist der Verteidigungsminister im Rückabwicklungsprozess jetzt der neue Kanzler geworden. Für die, die sich fragen, was jetzt nach dem Ende der Ampel und ob es denn dieser vom schwarzen Rock wird hier, im März wollte der es, glaube ich, ne? Im März. Und ich glaube nicht, dass er da eine Chance hat, weil seine Umfragewerte sind so eklatant niedrig und die anderen Alternativen für Deutschland werden zu dem Zeitpunkt noch nicht stark genug sein. Also wer wird dann wohl Scholz ablösen? Pretorius. So wie in Japan. Gehe ich fest davon aus, weil Japan hat ja ungefähr dieselbe Konstellation wie wir. Nur dass es dort keine 4 Staaten sind, sondern bloß einer, der in Japan sitzt. Nein, ablösen wird denn nicht der Pistorius, sondern der Habeck macht Kanzlerkandidat, Falco. Haben wir doch jetzt neulich gelernt. Kandidat ja, aber wer wird am Ende Kanzler? In Ja, Japan natürlich ist Habeck, das ist das Beste, was gar uns passieren keiner. kann. Nee, das Militär hat, der Army hat in Japan den Verteidigungsminister später zum Kanzler gemacht, weil er der loyalste war in ganz Japan. Und der macht dann den nächsten. Deswegen gehe ich fest davon aus, Pretorius hat er schon gewonnen. Wenn das US-Militär will, dass Pretorius dorthin, weil die Weidel Ja, wird noch nicht dann stark genug ja. sein und Merz darf es nie werden. Die Und anderen. dann helfen sie nämlich, dann tun nämlich die Bösen selbst noch Pretorius helfen, dass er reinkommt, um die Weidel zu verhindern. Das ist perfekt. Und Die dann ist anderen aber Pretorius. Länder haben Vorteile uns gegenüber. Du kannst ja in Deutschland niemanden wählen. Nicht ein einziger Mensch kann gewählt werden. Aber in Japan wählen sie, wie auch in Frankreich oder anderen Ländern. Da kannst du tatsächlich den Staatschef wählen. Das gibt es in Deutschland nicht. Hier kannst du nur wählen. Ja, wählen. Du kannst nur zwischen A und B wählen, also beide Parteien oder alle Parteien. A, ja, A, alle Parteien und B, die andere Partei. Das kannst du wählen. Aber selbst dann kannst du nicht bestimmen, wer Kanzler wird. Das machen die trotzdem unter sich aus. Ja. Der Richtig. Ja, Bürger das, nein, nein, nichts. das läuft schon demokratisch ab. Das siehst du doch jetzt in Thüringen. Der Herr Ramelow, den du auch so kompetent findest, der hat einfach die meiste Zustimmung in Thüringen. Der ist sehr beliebt. Richtig. Und deswegen ist der noch Ministerpräsident, weil alle ihn wollen. Ist doch klar. Ich möchte auch den alten Kommunisten aus dem Rot-Arier-Viertel, der gefällt mir, weil der sagt richtig, was er denkt. Außer jetzt hat er ein bisschen umgedacht. Er will ja drinnen bleiben, ja, im Geschäft. Er Du, muss, nimmt das Thüringen nicht so ernst, die können sich noch eine ganze Weile streiten. Erstaunlich ist Brandenburg, also das Stückchen Preußen. Ja. Dort hat doch die AfD den Posten als Vize. Also das geht überhaupt nicht, dass der Vorsitzende oder Vizevorsitzender des Landtages ist. ja, dort Das geht's, muss weil das zurück ist. auf die Telefonleitung noch zu Nein. Merkel und dann kommt das Hajo, mit. das geht in Brandenburg, weil dort ist es eher dem System dienlich, weil es ist ja nicht Höcke, es ist ja ein Unterschied.
Ja, aber ist es nicht geil? Weißt Es, du Hajo, bei den Verhandlungen in Brandenburg, bei den Verhandlungen in Sachsen und in Thüringen, laut Legende aktuell, jeder Politiker hat doch so einen Kennungscode auf dem Faxgerät, damit man weiß, aus welchem Büro das Original kam. Das von Sarah Wagenknechts, Berlin-Büro. Also Sachsen, Brandenburg und Dings wird jetzt gerade von Sarah Wagenknecht regiert, wenn man genau hinguckt. Weil sie entscheidet doch jetzt an allen Punkten von als Ungewählte, was ja die Demokratie nochmal ad absurdum führt. Zusätzlich zu dem Absurden, was wir ja sowieso schon erleben. Weil die haben ja, das ist ja so wie Merz, nur der hat einen dicken Bauch drumherum, der nennt sich CDU. So ist jetzt Sarah Wagenknecht, leicht stalinistisch, aber dafür mit Gucci. Na, das passt schon. Aber im Endeffekt, die verstecken nichts mehr. Sie zeigen die Demokratie, die wir schon immer hatten. Und das ist genial. Der zieht es jeder. Mir gefällt Es auch, sieht dass jeder, der. der es sieht jeder, der es sehen will. Ja, mir gefällt, dass der Lafontaine jetzt Chef, oberster deutscher Politiker ist. Das gefällt mir. Kanzlergattin ist er. Der Lafontaine ist Kanzlergattin innen. Der darf er jetzt, also, wobei der muss ja männlich sein, sonst würde er nicht Lafontaine heißen, weil er ja, du weißt, also, ne? Niemals wird ein Franzose auf deutschen Böden an die Macht kommen. Ja, Ob das ist ja wieder nun ein anderes Demesnier Thema. oder Lafontaine, also. Ja, Lafontaine, ist das Ist nicht dann nicht. schwäbisch übersetzt der Pinkler? Nehmt euch Das doch weiß ich nicht. nicht. Ja, ich auch nicht. Ich kann Nehmt kein das Schwäbisch. alles nicht so ernst. Wir warten mal, bis die beiden bösen Leute sich untereinander einig sind. Du meinst also Trump und Putin. Das heißt, wir haben noch knapp 17 Tage, 16 Tage morgen früh noch bis zur Wahl. Es wird sicherlich ein paar Tage dauern. Feiko schlug gerade vorhin, als wir kurze Pause hatten, vor, dass wir mal in das Thema 2 plus 4 Vertrag und Osteuropa, Grenzabwicklung, Rückabwicklung, Nachkriegsordnung, dass wir da tiefer mal einsteigen können, Hajo. Das fände ich eine ganz interessante Idee. Lass uns Aber in nicht der heute. Extrasendung können wir das Nein, dann nicht machen. heute, nicht heute, in Ja. einer anderen Sendung mal. Weil lass uns erstmal Okay. nochmal kurz bei Trump bleiben, weil viele glauben, am 5. November kommt Trump an die Macht. Nein. Den Schuh kann ich dir schon mal ziehen. Es werden in 900 Städten Antifa und Black Lives Matters Gruppen bereitstehen, um Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände in allen amerikanischen Staaten gleichzeitig auszulösen, mit venezuelischen Banden und anderen Gruppen. Es wird brachial. Glaubt nicht, dass Trump, sonst sind viele ja wieder enttäuscht. Ganz wichtig, sonst sind viele wieder enttäuscht. So ein Schauspiel wie Putin mit der Wagner-Armee Richtung Moskau zieht. So was Ähnliches, nur auf Amerika umgemünzt, werden wir noch mal erleben. Es wird in 900 Städten losgehen. Und dann muss das Militär, es wird, ich weiß nicht, was kommt, aber ich gehe fest davon aus, sie lassen Trump nicht gewinnen. Dann wird aber das Militär, dann wird es zu Unruhen, dann wird, die wollen ja selbst Trump, ob nur vor der Wahl oder nach der Wahl, noch ins Gefängnis stecken. Und. Und er hat ja gesagt, er wird ein Tag Diktator sein. Er wird wahrscheinlich aus dem Gefängnis freikommen, irgendwann vom Militär freigekämpft. Du weißt ja nie, was kommt. Wir haben bis jetzt schon so viel Verrücktes erlebt. Na, du weißt ja nie, ob dann Trump eine Feile aus der Torte zieht, die Elon Musk ja geschickt hat und dann ausbricht. Das ist richtig, aber Trump nicht gewinnen lassen, das war meine These auch. Auf der anderen Seite, wenn Sie das Tatsache nochmal probieren mit dem Sieger Kamala Harris, ich glaube, dann knallt es da drüben sofort. Aber diesmal wird jeder vom Militär wegen Hochverrat rechtsstaatlich sofort umgesetzt. Six feet under. Was ist Trump dein hat ja Tipp, schon Hajo? gesagt, jeder, der es jetzt versucht, jeder, der es wagen sollte, von der Natürlich, aber Art. wenn Sie nochmal die Kamala Harris vorne dran stellen als Siegerin, das glaubt doch da drüben kein Mensch mehr. Richtig. Ja, Deswegen, jetzt das kommt es ist ja. wahr. Hast du dieses Oh. Gespräch von Joe Biden und Barack Obama gehört, dass Kamala es nicht schafft? Dass sie es nicht schafft, dass sie schlechter ist als er und der Obama ihm eigentlich recht gibt. Und am Dienstag treffen sich Obama und die Balls of Steel mit Kamala Harris. Das kann sein, dass wir vielleicht heute noch am 17. Tag vor der Wahl, dass wir in kurzer Zukunft die Eier aus Stahl zu sehen bekommen. Und das wird es ja nochmal richtig toppen. Also ich habe mehr Vertrauen zu den Amerikanern als zu uns. Wir haben das, die Amerikaner haben das Glück, dass sie sehr patriotisch eingestimmt sind und das Militär ganz besonders. Das, was sie erlebt haben jetzt, ist natürlich nicht so einfach für alle. Die haben eine Einwanderung, gegen die ist unsere Einwanderung Waisenknabe. Ja? Ja. 10% der Amerikaner Bevölkerung ist in den letzten 3, 3,5, 4 Jahren eingewandert. Aus
aus Arabien, aus Afrika und aus Südamerika. Und das tut weh, weil das sorgt für Unordnung. So viele Leute, ja, das ist doppelt so viel wie bei uns. Ja, gut, das ist auch doppelt so viel Platz, aber es ist trotzdem sehr, sehr erschreckend dort, gerade was die Kriminalität betrifft. Fentanyl, die Drogen, Kriminalität, Kinderhandel, Sexhandel, ist da drüben alles, sind Themen, die offen besprochen werden. Kriminalität, schau dir Städte an wie New York, San Francisco, wenn sie Ja. auch in demokratischen Staaten liegen. Das ist abartig, was dort abgeht. Es geht nur in Städten, solche Unordnung. Auf dem Lande ist jeder mehrfach bewaffnet. Da gibt es nicht so viele Unordnung. Aber in den demokratischen Städten wurde ja das Waffenrecht immer versucht, kleiner zu machen. Ja? Das hat aber trotzdem eine Bedeutung, dass die gesamte Bevölkerung bewaffnet sein kann. Und deshalb ist nicht so viel Unordnung möglich wie mit den 2, 3% weniger bei uns. Bei uns ist niemand bewaffnet, außer die Waffen im Waffenverbot haben, weil sie nicht Das, Deutsch lesen können. deswegen, weil es eben nicht auf anderen Sprachen dran steht, deswegen können Sie das nicht lesen, wenn dort steht Waffenverbotszone. Wir werden sehen, was bei der Wahl passiert, aber das ist eine gute Idee gewesen von Falco. Lass uns mal demnächst nochmal eine Spezialsendung machen zum Thema Osteuropa, Nachkriegszeit, Nachkriegsordnung, Grenzen 1914. Vielleicht eine interessante Geschichte, BRD, Deutsches Reich, UdSSR, Ja, es gibt Russland, ja da Zarenreich. unglaublich geiles Bildmaterial dazu. Das ist es ja. Richtig, da können wir mal eine Sondersendung machen. Jetzt danke ich euch beiden erstmal für heute, lieber Hajo, lieber Falco und allen fürs Zuschauen. Heute am Sonntag, dem 20. Oktober, kurz vor der Wahl. 2,5 Wochen sind es noch, dann wissen wir mehr. Zumindest wer offiziell gerade die Nase vorn hat. Kamala Harris führt da mit 730%. Und dann kann das ja eigentlich nur gut gehen. Falco, du bist eh die Tage wieder auf Sendung. Wir sehen uns die Woche wieder. Hajo, euch allen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke, Falco, danke, Hajo. Jo, alles klar. Tschüss. Namaste. Ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden.